Your pet has returned. Ja, ich glaube, als ist er. Ja, sie haben ihn wahrscheinlich schon ein bisschen beschissen, aber komm, egal. You have triggered a trap. Wobei ich schon echt lustig finde, wie manche Gegner so richtig schön auseinanderplatzen und nur noch so ein Fettfleck übrig bleibt. Also mindestens eine Quest haben wir schon erfüllt. Na komm, geh mal. Dum, da, dum, dum. Tapfere kleine Mietekatze habe ich da dabei.
triggered a trap. Was hat der Hebel bewirkt? Tja, das kennen wir soweit schon. Was hat der Hebel vorne zu bedeuten? Nett. Nett, aber auch nichts übermäßig cooles. Naja. Achso, warte mal. Wir haben ein Level up gehabt. Da hob mal einer. Im Moment habe ich eigentlich nichts zu vergeben. Das will ich, will das mir ein bisschen aufsparen, falls ich irgendeinen coolen Gegenstand finde, der dann irgendwas braucht. Was willst du denn? Ach man, ein Händler. Ja. Das ist cool. Oh, die ich habe, ist coole. My inventory is full. Ja, dann ist auch ganz gut. Dann ist es doch ganz gut, dass da ein Händler rumsteht, würde ich sagen.
verkauft. Also sie bringen die 25 auf jeden Fall rein, wenn man sie identifiziert. Aber ob sich das wirklich lohnt, eher mal nicht. Die brauche ich dringender. Wird natürlich aufgehoben. Das ist so ein bisschen wie mit den Juwelen und Schädeln bei Diablo 2, die man dann aufwerten kann. Das wäre jetzt ja lustig gewesen. So, gucken wir mal, wie man die Typen da dran kommt. Hm.
Ja, auf jeden Fall einen schönen Schnitt gemacht, gell? Aber ich finde Torchlight, wenn man sich überlegt, wie alt das Spiel schon ist, es sieht halt immer noch super aus. Das liegt halt daran, dass das von der Optik nicht auf so ein möchte gern realistisches 3D ist, sondern eigentlich haben wir hier ein 2D-Spiel vor uns, das ja nur so tut, als ob es ein 3D-Spiel wäre und dazu noch schön gezeichnet von den Oberflächen und dadurch altert das einfach angenehm fürs Auge. Aber allmählich wäre es mal ganz nett, wenn man irgendwie besseren Rüstungen oder sowas noch finden würden. Sieht mir noch sehr verdächtig nach irgendwas Bossartigem aus.